Dauerhaftes, statisches oder auch unbewegtes Sitzen ist eine Körperhaltung in dem Alltag von vielen Deutschen. Und es wird immer mehr. Täglich sitzen wir Deutschen 8,5 Stunden pro Tag. Ein Teil davon kommt aus Büroarbeit zustande, ein anderer Teil aber auch im Privaten, wenn wir auf dem Sofa sitzen oder am Computer oder im Auto. Und all das führt dazu, dass sich die Muskulatur immer weiter verkürzt, vor allem im Bereich der Oberschenkel, dass wir Rückenschmerzen bekommen. Die Bandscheiben werden nicht regelmäßig be- und entlastet, um diese mit Nährstoffen zu versorgen. Und all das führt dazu eben, dass wir krank werden, langfristig. Was man dagegen tun kann? Bewegung. Wir alle sollten uns täglich viel, viel mehr bewegen. Und wir hier beim Projekt Own Personal Care an der TU Dresden, Professor für Arbeitswissenschaft, haben uns eben dazu entschieden, dass wir vor allem Büroarbeit und die Bewegung bei Büroarbeit untersuchen möchten und haben deshalb uns verschiedene Konzepte überlegt. In einem ersten Schritt haben wir uns überlegt, was für Bürostühle gibt es denn am Markt, haben uns 15 verschiedene Bürostühle beschafft von allen möglichen Herstellern. Und uns ging es dabei vor allem um dieses dreidimensionale Sitzen, weil eben bei diesem dreidimensionalen Sitzen vor allem, oder auch dynamisch Sitzen, vor allem mehr Bewegung drin ist. Wir haben diese 15 verschiedenen Bürostühle in drei verschiedene Gruppen eingeteilt und haben dabei herausgefunden, dass einerseits die Bewegung über Drehzentrum unterhalb sich befindet. Das heißt, man bekommt eine abkippende Bewegung, ähnlich wie bei einem Sitzball. Die zweite Möglichkeit, die es gibt, ist mittels Linearführung. Da bekommt man eine Bewegung in der Ebene hin. Und die dritte Möglichkeit ist, dass sich das Drehzentrum oberhalb der Sitzfläche befindet. Und das ist dann mehr vergleichbar wie ein Pendel oder ein Schaukelstuhl. Aufgrund dieser drei verschiedenen Konzepte und Möglichkeiten haben wir eben auch drei verschiedene Bürostühle aufgebaut. Wir haben hier im Projekt verschiedene Studien durchgeführt. Die erste Studie war in dem Fall, dass wir die Bewegungen vorgegeben haben, also die Bewegungsgeschwindigkeit, die Frequenz, und daraufhin geschaut, was passiert denn beim Menschen. Wir haben dafür Motion Capturing benutzt oder auch Elektromyographie. Elektromyographie wird dazu benutzt, um die muskuläre Aktivität messen zu können, und Motion Capturing eben, um verschiedene Gelenkwinkel eben auch entlang der Wirbelsäule messen zu können, um dann diese mit einer gehenden Bewegung vergleichen zu können. Unser Ziel war es, diese gehende Bewegung, die ja physiologisch sehr günstig ist, auf das Sitzen übertragen zu können und dabei herauszufinden, welcher Bürostuhl, eben welcher von diesen drei Möglichkeiten, die wir jetzt selber aufgebaut haben, welcher Bürostuhl möglichst günstig sich auf das Bewegungsverhalten von den Menschen auswirkt. Herausgekommen ist dabei, dass sich vor allem Bürostühle mit Drehzentrum oberhalb besonders gut eignen für diese Art der Bewegung. Ich kann das folgendermaßen erklären. Meine linke Hand ist das Becken und meine rechte Hand ist der Bürostuhl, und bei diesem Drehzentrum oberhalb wandern beide bei Bewegung in die gleiche Richtung. Das heißt, mein Becken und mein Gesäß ist zu jeder Zeit optimal unterstützt und liegt voll auf der Sitzfläche auf. Wohingegen bei dem Bürostuhl mit Linearführung zum Beispiel wandert das Becken ebenfalls nach oben, rein durch die Anatomie, und irgendwann hebt sich mein Becken ab. Das heißt, mein linkes Gesäß ist nicht mehr optimal unterstützt. Die dritte Möglichkeit, ähnlich einem Sitzball, wäre mit Drehzentrum unterhalb. Da passiert Folgendes: Das Becken will anatomisch gesehen wieder nach oben, und aber der Stuhl will nach unten. Das heißt, sie haben ständig ein Gefühl, dass sie vom Stuhl herunterfallen. Daher ist das Drehzentrum oberhalb von uns als möglichst günstig angesehen worden, weil es eben diese natürliche Bewegung unterstützt. Im weiteren Schritt haben wir dafür aus den Ergebnissen einen Sensor entwickelt. Dieser Sensor kann unter die Sitzfläche befestigt werden. Der nimmt eben das Bewegungsverhalten auf, also zählt aufgrund verschiedener Parameter diese Bewegungswechsel mit, die sie machen. Der Sensor wurde dafür gebaut, eben um präventiv Möglichkeiten den Sitzenden zu geben, damit mehr Bewegung in den Alltag kommt, ohne dass dabei die Büroarbeit gestört wird. Der Sensor misst auch den Energiebedarf. Er berechnet eine virtuell zurückgelegte Wegstrecke, die sie jetzt eben im Sitzen über die Schrittlänge sich bewegt haben. Und das Ziel ist eben, dass man ein präventives Rahmenwerk jemandem zur Verfügung stellt, das eben sich mehr bewegt wird. Ich kann noch so den guten Bürostuhl haben, wenn ich mich nicht darauf bewege, hat das Ganze keinen Wert. Der Sensor ist aktuell als Prototyp bzw. Gebrauchsmuster fertig. Ein Patent ist derzeit schon eingereicht. Es braucht schon noch etwas Arbeit, bis das Ganze serienreif werden könnte. Aber wir sind da guter Dinge und werden fleißig weitermachen. Was Sie persönlich zu Hause oder auch im Büroalltag tun können, ist eben auch aufzustehen oder sich zu bewegen. Hier wird empfohlen, alle 2 bis 4 Mal pro Stunde die Körperhaltung zu wechseln, also eben von Sitzen zu Stehen. Gleichzeitig auch wird moderat intensive körperliche Aktivität von 60 bis 75 Minuten von der WHO empfohlen. Wenn Sie das durchführen und wenn Sie das wirklich beachten und machen, können Sie die Risiken deutlich senken, die durch eben zu viel statisches, starres Sitzen entstehen.